We leave our legacy in your hands. Hallo, ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Du hast mich gerufen, Gareth? Ja. Nachdem du mir schon mit der Pupafeder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Wispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Du und deine Elixiere. Wie komm? Es ist wirklich... Ich würde sie... Klingt nicht als... Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als Erster mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Vielleicht kann Amid mir bei... Ich muss diese getrockneten Billywick-Stacheln für Gareth besorgen, damit er sein Gebräu fertigstellen kann. Eine einäugige Hexenstatue dürfte leicht zu finden sein. Descendium! Oh, wer hätte all das hier unten erwartet? Ein Aufzug. So geht's wohl runter. Repar! Ich muss den Aufzug reparieren, um ihn benutzen zu können. Das scheint gewirkt zu haben. Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Revelio. Oh. Incendio. Revelio. Legioso. Ich muss irgendwie daran vorbeikommen. Repare. Levioso. Incendio. Repar. Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Akio. Levioso. Aha, geschafft. Revelio. Hier muss der Ausgang sein.
Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Hogsmeade. Der Honigtopf. Ich rieche Schokolade. Wo finde ich die getrockneten Billywig-Stacheln für Gareth? Gut. Ich hab die Billywig-Stacheln. Jetzt zurück zu Gareth. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sein neues Rezept wohl wird. Hallo, Gareth. Ich habe die Billywig-Stacheln. Du hast sie. Fantastisch. Das war aufwendiger als gedacht. Ich hätte gerne eine Gegenleistung. Klar, mit so viel Mühe hätte ich nicht gerechnet, aber ich bezahle dich gerne. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Whisper fertig ist.